Ach Gott, Mann, was ist denn das für ein Typ? Na gut, wir holen uns Unterstützung. Und Chopper war auch so, hopp. Einen flauschigen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video sind wir mal wieder einen Tag lang als Polizist unterwegs und ich habe hier so ein bisschen was installiert. Ihr seht schon, wir haben hier ein viel schickeres Polizeiauto als das, was wir sonst noch haben. In der nächsten Folge gibt es vielleicht auch deutsche Polizeiuniformen. Sehen wir mal. Und es wurden neue Callouts hinzugefügt. Das bedeutet, wir können auch andere Aufträge bekommen als nur Raubüberfälle oder flüchtige Personen. Es können Drogen geschmuggelt werden. Wir können ja Kontrollen machen, falls hier irgendjemand Drogen am Steuer hat oder sonst was. Also ich habe ein bisschen was hinzugefügt, damit es hier ein bisschen spannender ist. Das einzig Dumme an diesen Fahrzeugen ist, ich weiß nicht, wie man dieses dumme Radio bedient. Falls einer von euch weiß, kann das mir gern in die Kommentare schreiben. Aber an sich haben wir hier auch schön Blaulicht und Sirenen. Ansonsten. Außerdem, das sehen wir hier jetzt auch schon. Hier sehen wir so einen weißen Fleck. Und das wird als Gegner anerkannt. Machen wir mal die Blaulichter an. Da steht doch hinten bitte folgen drauf. Diese Person können wir jetzt zum Beispiel kontrollieren, denn bei dieser Person könnte es sein, dass sie Drogen am Steuer hat. So, einmal aussteigen, die Herren. Wir tun hier auch noch. So, dann haben wir hier eine Absperrung. So, hallo. Dann machen wir mal einen Drogentest. Ja, wieder in die Tür guckt, schön. Und beides negativ. Hallo, wollen Sie ja Fahrerflucht begehen oder was soll das? Attention Unit 1, Lincoln 18. Citizens report a DUI in Vinewood Hills. Ah, der raucht hier am Steuer. Ist ja schön, wenn wir jetzt was finden, das wäre ja witzig. Auch negativ, okay. Okay, dann können die erstmal weiterfahren. Bei denen scheint alles sauber zu sein. Aber hier haben wir schon die nächste Person. Und zwar der A, der Motorradfahrer. Hallo, stehen geblieben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Der tut Fahrflucht begehen. Stehen bleiben. Hab stehen bleiben gesagt. Okay, dann holen wir sie so vom Motorrad runter. So, sie bleiben jetzt erstmal hier schön. Nein. Die steigen jetzt nicht auf. Och Gott, Mann, was ist denn das für ein Typ? Na gut, wir holen uns Unterstützung, so ist nicht. Junge, was rennst du mir auf die Bahn? So, wir nehmen mal hier den Elektroschocker. Fährt der mir da einfach durch? Aber wenn der nichts zu verbergen hat, na gut, dann machen wir es. Auf gewaltvolle Art. So. Runter. Wenn sie nicht wollen. So, dann fragen wir mal, wer der Herr denn ist. Ah, Personalausweis hat der Vince dabei. Eric Johnson. Okay. So, sie nehmen wir mal wegen Fahrerflucht fest. So geht das ja nicht. So. Die Mod hier ist doch ein bisschen verbuggt, das heißt. Aber trotzdem nicht, dass der hier abhauen darf. So.
Und sie chillen dort bei... Ey, die Polizei, was denn das? Och Gott, der Arme. Okay, aber den haben wir eingebuchtet. Hallo, was ist denn mit den Kollegen los? Ich glaube, es geht's los. So, den haben wir jetzt. Und dann würde ich sagen... fahren wir mal zur nächsten Wache. Wir können nämlich jetzt auch noch Leute festnehmen. Das finde ich auch sehr cool. Das wollte ich unbedingt haben. Und das ist auch besser, wenn man die festnehmen kann. Ansonsten ist das immer so ein bisschen blöd, wenn die Kollegen da nichts machen. So. Okay, der wird jetzt erstmal in Untersuchungshaft gestellt. Und dann sind wir auch schon hier mit dem fertig. Hier ist eine flüchtige Person. Die müssen wir jetzt einmal schon schnappen. So, der schwarze Wagen hier ist es. Okay, ah ja. Das sieht schon gut möglich aus, dass es geklaut ist. So, und jetzt? Was? Nein! Stehen bleiben, stehen bleiben. Okay, die Kollegen sind da vorne. Sag dich auf der anderen Bahn. Okay, nein, da sind sie. Den Chopper war auch so. Hopp! So, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Aus dem Wagen, aus dem Wagen, aus dem Wagen. Den holen wir. So. Aussteigen. Auf dem Boden liegen, schön. Oh, das ist aber meine mordfetzige Karre. Ja, ich würde sagen, das ist mein neuer Dienstwagen, ne? Okay, den haben wir sichergestellt. Den kann der Besitzer wieder zurückhaben. Und wir hätten das hier eventuell mal absperren sollen, aber egal. Die können dich auch ein bisschen gedulden. Warum sind die denn immer alle unter mir? Was tut denn mir dieses Navi hier? Markieren bitte. So. Hier kommen wir nicht weiter. Sehr schön. So, hier geht's rein schon mal. Sehr schön. Hier kommen wir aber auch nicht weiter. Wie sind denn die Kollegen reingekommen? Okay, hier scheint's geballert zu geben. Ach Gott. Den Kollegen helfen war mal. Die haben wir. So. Wow, holla, die Waldfee. Oh, da haben wir auch die Waffe feststellen können. Okay, ich glaube, der können wir nicht mehr helfen. Waffe fallen lassen. Waffe fallen lassen. Lass sie die Waffe fallen. Okay. So, die haben wir feststellen können. Okay, ich würde sagen, die Person nehme ich mit. Auf ihr Motorrad geht das wahrscheinlich nicht so gut. So, da sind auch die Kollegen mit dem Drall. Wie sind die denn hier runtergekommen? Also, meine Kollegen sind schon ein kleines Mysterium. Aber okay. So, die werden sie jetzt mitnehmen. Was haben denn die Kollegen da oben? So, 17:15. Okay, geht auf jeden Fall klar. Aber dass hier so wenige Kollegen vor Ort waren, ist nicht so gut. Und eine flüchtige Person mal wieder. Ach, die können wir ja schnappen. Moment, wer ist denn das? Der hier. Moment, stopp. Was? Junge, also die Leute haben auch was drauf. So, und... stehen bleiben. Ah. So. Nein. So, sie fahren mal hier schön ran.
So, sie bleiben jetzt schon mal hier. So, schön raus. Das sieht nicht so ganz gesund aus. Okay. Die Kollegen haben ihn. Ja, ihr kommt ein bisschen spät, aber okay. Gut, da haben wir auch den letzten Einsatz für heute abgeschlossen. Wir loggen uns direkt hier einmal aus. So Leute, das war's von der heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Und natürlich, wenn ihr eine weitere Folge sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Abonnieren, Glocke aktivieren, Montag, Mittwoch und Freitag 15 Uhr ein Video. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute.